Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate Online Tournaments. Hoffen wir, dass es besser läuft als die letzten Male, wobei in der letzten Folge ja zumindest die letzten beiden Turniere Siege für mich waren. Und ja, viel mehr kann man nicht sagen zur Anmoderation. Ich habe jetzt irgendwie ein, zwei Tage mal nicht gespielt. Oh! Ah, ich hoffe, sowas kriege ich im Kampf hin. Das war schön. Seht ihr das? Sogar der CPU macht den Jump, den jeder macht. Ein Viererturnier. Wir beginnen. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Zelda. Rob, Pichu, Lukas, Falco. Hilfe. Hilfe! Da hat man ja gleich wieder Bock. Ah ja, mal gucken, wie es läuft. Ich dachte, er geht auf einen Instant Reflect. Close one. Ob er nicht gerollt ist. Eben, Dash Attack. Als ob der da noch weggedodged ist. Digga! Hör mal auf, deine Moves zu spammen, Digga. Und verpiss dich von meinem Kampffeld. Ich sagte, verpiss dich. Nein, ich hab nicht gedacht, dass das so trifft. Da hätte ich einen Kill draus holen können. Du nervst, Diggi. Verpiss dich. Ich sagte, verpiss dich. Dann halt nicht. Er gesagt. Dann halt schon. So. Ja gut. Our cause is just. Der erste Kampf war ja schon mal sehr toll. Vor allem dieses Ende. Das war dann einfach das Nein doch oh. Digga, so nenne ich das, diese krasse Technik. So, und jetzt warten wir, bis wir Lukas oder Pichu haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich glaube, ich würde lieber gegen Lukas kämpfen. Ich meine, Pichu wird zwar in ein, zwei Hits tot, aber die muss man ja auch erstmal rausbekommen gegen den kleinen Scheißer da. Vor allem, wenn der eine halbe Stunde durch die Luft kombot. Oh, super. Es ist Lukas. Und wenn wir den besiegen, haben wir zur Auswahl Zelda oder Zelda. Danke, Wi-Fi. Das ist ein toller Modus. Wenn er ein Link-Profilbild hat, wird er direkt ein Projektil werfen oder direkt eins predicten? Weder noch. Darf ich anmerken, dass das predictbar war? Ich meine... Schade. Als ob die Krone verfehlt hat. Jetzt kommt wieder King K. Rool
Ladder-Kombos, die eigentlich nicht existieren. Okay, wenn du nicht willst, dass ich dich kill, dann geh halt selber raus. Schön, dann machen wir das so. Und jetzt warten wir, welche Zelda die andere outcampen kann. Das wird ein unfassbar lustiger Kampf, auf den ich mich schon so freue. Seht ihr, sogar das Internet hat Bock. Also ich hätte nicht damit gerechnet, aber wir spielen tatsächlich gegen Zelda. So, ich glaube, das ist kein Zelda-Spieler, den ich schon mal gesehen, bekämpft habe. Gesehen kann sein. Aber mal gucken. Es ist eigentlich relativ egal, weil Zelda-Spieler kämpfen zu 90% der Fälle gleich. Als ob ich in die Richtung gelockt wurde. Oh Gott, der Input-Lag. Hallo, ich kann nicht mehr shielden hier. Genauso wie kontern. Ja, den Kampf kann ich ja wohl nicht gewinnen, wenn ich nicht mal auf die Inputs von der eingehen darf. Achtung, jetzt kommt gleich Neutral. Digga, ich kann nicht grabben, weil das so langsam ist. Boah, natürlich wartet sie diesmal nicht. Leck mich. Ich sehe schon, hier sind immer die Double Jumps am Start. Ja, wow! Wenn ich gesprungen wäre, hätte mich das Ding getroffen, weil das so hoch geht, oder sie hätten Jump gelesen. Und wenn ich hängen geblieben wäre, hätte mich das Ding auch getroffen, weil das hat eine höhere Range als meine Projektile alle zusammen. Ist halt super. Und vor allem hätte ich ja auch nicht wissen können, ob sie es direkt abfeuert. Das ist halt das Tolle an Zelda. Man muss eigentlich online raten, was sie macht und Glück haben. Weil man kann nicht so schnell reagieren. Hätte es direkt abgefeuert, hätte ich es auch auf die Fresse bekommen. Ist halt super erstes Turnier, wenn ich im Finale gegen Zelda spielen muss. Und dann so ein Spieler halt wieder. Lass mich raten, das ist jetzt gleich wieder der nächste von diesen Spielern, die mich in jedem Turnier nerven. Da hätte ich natürlich richtig Bock drauf. So einen hatten wir ja noch nie oder so. Wir hatten ja auch schon einen Zelda-Spieler, der das hatte. Gegen den mussten wir dann zweimal spielen, haben zum Glück beide Male gewonnen. Ein drittes Match wurde uns von einem Snake erspart. Der dann keine Probleme gemacht hat. Also, wir haben sogar den Typen nicht im Tournament, aber einen noch anderen Zelda-Spieler als die beiden von dem davor. Jetzt mal im Ernst, also eigentlich ist Zelda kein so krasser Charakter, aber so wie die online abused wird, bräuchte die gefühlt echt Nerfs, damit die Leute aufhören. Zumindest bis irgendwie wieder In-Person-Tournaments stattfinden können. Okay, das Wasser hat mich jetzt halt an der Scheiße, als ob das trifft. D-
Mega! Yeet! Achtung! Nein! Ich wollte gerade kontern, aber ich habe gedacht, der braucht noch einen Moment. Nein! Das war knapp, hätte fast getroffen. Super, davon kannst du jetzt was kaufen. Dir ist aber schon bewusst, dass ich einen Grab habe, oder? Ach, das ist auch kacke, die Situation. In der Form nervt dieser Abi einfach nur von Quatsch und so. Sag mal, ich kann den Move auch kontern. Ach, schade, jetzt hätte ich einen Follow-up machen können. Als ob! Ich habe gesehen, dass der Schatten vor mir ist, dachte aber, so eine hohe Kick-Range hat der nicht. Ja, so hoch ist die jetzt echt nicht. Aber meine Up-Smash-Range ist so hoch, dass die Combo true ist. Tschüss. Raus mit dir. Das ist das Gute. Quajutsu kann der beste Charakter im Spiel gegen K-Rool sein. Aber vor allem im Wi-Fi kann den keiner gut genug. Ich habe einmal außerhalb einer Aufnahme in einem normalen Tournament nicht so einem gegen einen gekämpft. Da hatte ich dann auch wirklich da hatte ich keine Chance. Das Problem ist, Quajutsu kann einfach K-Rools Recovery kontern und der hat dann ja auch noch den Konterwinkel, den er bestimmen kann. Und kann deswegen K-Rool dann einfach zack, Meteoren, K-Rool stirbt früher, schön verloren. Das ist halt das Problem an dem Matchup. Dann hat er halt noch die ganzen Kombos, gegen die man kaum was machen kann. Das Einzige, was man als K-Rool probieren kann, ist mit Projektilen wirklich viel Druck aufzubauen, wenn der Gegner mit Quajutsu was raus hat. Apropos mit Projektilen Druck aufbauen. Wird Zelda oder Banjo das versuchen? Banjo, okay, Zelda ist raus, yay. Wir haben jetzt noch 3 DLC-Charaktere und ein K-Rool. Super. Na dann, zeig mal, was du kannst oder auch nicht kannst. Achtung, er wird direkt ein Projektil werfen. Okay, also, ich weiß zwar, dass diese ganzen Banjo-Spieler die Attacke sehr gerne nutzen. Ey. Aber du übertreibst. Du horchst. Achtung. Ich hab Down-B gedrückt. Ich weiß zwar, dass der dadurch keinen Schaden genommen hätte. Aber ich wäre nicht getroffen worden. So. Was machst du jetzt? Du hast kein Wonderwing mehr. Sterben. Achtung. Schade. Ich meine, er ist zwar tot, aber wenn er nicht Wonderwing benutzt hätte, sondern von meiner Down-Air gespiked worden wäre, wäre es doch noch schöner. Also, der Typ hat sich anscheinend zu sehr seinem vorigen Gegner angepasst und nur gespammt eine Attacke, Wonderwing. Ich meine, ich bin zwar gewohnt, dass Banjo-Player die gerne benutzen, aber meistens benutzen sie die doch ein bisschen eher noch in Maßen und nur wenn der Gegner auf Kill-Prozent ist. Aber der, ich meine, es sagt alles, dass sein erster Input im Kampf Wonderwing war. Ah, Hero oder Banjo, keine Ahnung. Ich glaube halt, K-Rool ist gegen Banjo echt eine ganz gute Antwort. Ich meine, der basiert eigentlich fast nur auf Projektilen, der Keg. Und K-Rools Krone hat eine höhere Priorität als die alle. Er hat einen Reflektor.
Es ist für Banjo auf jeden Fall nicht das leichteste Matchup. Das ist relativ eindeutig. Und natürlich wird's noch schwerer, wenn Banjo ein IQ wie so eine Zelda hat. Ne? Das muss man dem Typen von gerade, glaube ich, mal erklären. Und nächste Runde. Darauf haben wir doch Bock. Noch ein Banjo, wenn der jetzt Wonderwing als Eröffnungsmove macht. Bruder. Das macht ein... Ich habe das noch nie vorher gesehen, weil es wirklich so blöd ist. Ich meine, das hat ihm ja letztendlich auch nichts geholfen, wie man gesehen hat. Aber deswegen denke ich, die beste Option ist... Ja, der spielt eher wie so... Alter, als ob ich nicht mal die Zeit zum Grabben hab da. Er hat einen Wonderwing benutzt. Wirklich. Ja, der spielt wie so ein stinknormaler Banjo. Hier, gebt euch das. Ich hab Down B gedrückt. Ja. Achtung, gleich kommt Wonderwing. Oh Gott. Die Sache ist die, ich bin auf Wonderwing-Kill-Prozenten. Und der spielt Banjo. Er hat kein Wonderwing mehr. Schade. So, er ist raus. Achtung, ich rechne mit einem Instant Wonderwing. Nein, er ist schlau. Er hat vermutet, dass ich damit rechne und deswegen gegrabt, weil ich dann natürlich shielde, wenn ich mit dem Wonderwing rechne. Und jetzt ist er in einer richtig guten Situation. Hallo, wieso kann ich ihn danach nicht grabben? Ja, jetzt bin ich halt raus, ne? Tot. Junge, was ist das? Das war halt nicht mal gut. Verliere ich jetzt immer im Finale wegen sowas? Dann will ich lieber gar nicht ins Finale kommen. Was ist das? Digga, das war richtig schlecht von ihm. Wäre mein Schild angekommen, hätte sein können, dass er daraus tot wäre. Er hätte da locker draus sterben können, weil ich hätte dann einen Grab bekommen. Oder wenn es ganz gut läuft, hätte er versucht danach zu grabben. Ich wäre mit einem Down Smash gedodged und der Down Smash hätte ihn getötet. Das hätte passieren können. Aber stattdessen sterbe ich so lächerlich. Es ist halt wirklich Schwachsinn, was hier abgeht. Banjo und Zelda. Wir müssen noch mal ein Turnier gewinnen.
kann nicht sein, dass wir am Ende heute in jedem im Finale rausfliegen. Die Aufstellung ist okay, wobei ich sagen muss, dass allein dieses Match da drüben Sonic gegen Young Link auch schon wieder nur die Frage stellt, wer kann besser campen. Ah. Terry kommt natürlich jetzt sehr auf den Spieler an. Digga! Warum ist mein Down Smash nicht raus? Warum kommen meine Inputs nicht? Mein Down Smash, mein Konter? In solchen Situationen ist es halt immer gut, dass ihr wisst, wie ich eigentlich spiele. Und dass sowas eigentlich bei mir eher ein seltener Fall ist. Und außerdem, das sollte eigentlich nicht funktionieren. Hello there. Die Sache ist die, hätte ich keinen Shield-Poke bekommen auf der Forward, er wäre das Schild gebrochen gewesen. Ich wollte gerade down smashen. Yeet! 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 Die Zusammenfassung von diesem Ende war Yeet. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, da will Terry hier cool sein. Schafft er aber nicht. Samus oder Hero? Oh, die sind schon alle fertig. Oha. Samus und auf der anderen Seite Lukas und Young Link. Oh, wenn ich jetzt im Finale gegen Lukas verliere, ich muss dann so los. Aber dazu muss ich natürlich erst an Samus vorbei, die sofort einen Missile feuern wird und deswegen von meiner Krone beschwert. Oder auch nicht. Ich meine, sie hat sofort die Missile gefeuert, aber wurde deswegen nicht von meiner Krone erwischt. Und was ich noch lächerlicher finde, ist, dass sie wirklich zwei Hits mit der Neutral Air bekommen hat. Nein, das hätte fast gehittet. Das hat gehittet. Das auch. Ja. Als ob. Okay, jetzt bin ich in einer blöden Situation. Ich habe eine leichte Führung, aber... Ich habe Neutral B gedrückt. Jetzt hat er einen Free Punish, den er zum Glück verkackt. Der Spot Dodge mit der Hitbox. So, raus. Der Free Punish, den er da verkackt hat, hat schon gemattert, denke ich. Und das heißt, wir sind im letzten Finale für dieses Video. Und wenn ich jetzt wieder verliere, das wäre so frustrierend. Dreimal im Finale. Kann nicht sein, aller guten Dinge sind drei, der dritte holen wir. Jetzt ist nur die Frage, wer der Gegner ist. Lukas oder Young Link? Online ist echt schön, ne? Auf der Seite noch Samus im Halbfinale, dann letztes Mal Banjo, Banjo, Zelda, Zelda, Zelda. Wi-Fi ist ein toller Modus. Da sind wir uns alle einig.
Und vor allem die Variation an Charakteren. Es gibt alles, solange es Projektile hat. Viele Projektile. Und ein paar Moves, die nicht reactable sind im Wi-Fi und die deshalb da relativ broke sind. Nehmen wir zum Beispiel Wondering. Oder die guten alten Bowser Luftattacken nach unten, also Down Air, Down B. Komm. Jetzt lass mich gegen... Ich würde tatsächlich lieber gegen Yang Ling kämpfen. Lass mich gegen Yang Ling kämpfen, den fertig machen und dann sind wir fertig hier für die Folge. Komm. Gönn. Wer hätte das nur erwartet? Lukas. Lass mich raten, der wird mich jetzt richtig ekelhaft besiegen. Ich sage eher, ich weiß, was ich zum Anfang des Kampfes mache. Das ist immer so der erste Schritt im Kampf. Was machen die Gegner zuerst? Und ich sage, er wird springen und relativ direkt aerialen wollen. Oder so. Das war die zweite Möglichkeit, weshalb ich eine Option genommen habe, bei der er mich dann zumindest nicht für punished. Leck mich. Ich kann nicht so schnell kontern. Aber so schnell schon. Spot Dodge mit der Hitbox, ich bin auf 69. Ja, okay, hätte ich mitrechnen können. Als ob er dafür ein Free Punish kriegt. Als ob! Der hat ja nicht mal die Armor gekriegt! Das war wirklich strunzlächerlich. Ich meine, habt ihr das gesehen? Dieser F-Smash hat ihn doch sowas von gehittet. Wenn er die Armor da bekommen hätte, gut, könnte ich akzeptieren. Aber nee. Der hat einfach nichts abbekommen. Und warum kommt mein Konter nicht raus? Fucking Lukas Upsmash, kannst nicht machen. Okay. Wichtiger Damage. Ah, scheiß Down Smash. Forward! Ariel! Verpiss dich! Oh Gott! Was war denn das für ein letzter Kampf? Aber wir haben am Ende der Folge noch ein Turnier gewonnen. Aller guten Dinge sind drei. Nachdem ich die drei Wi-Fi Warrior in den Finals angetroffen habe, konnte ich den dritten endlich besiegen und damit ein Turnier an mich reißen. Gott, Jesus Christ. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.